Moin meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf 300 LC. Und ja, wir sind ja dran an den Alba hier am Farmen. Wie ihr seht, haben wir es bald. Also es fehlen vielleicht noch 1 bis 2 Stunden, dann werden wir es voll haben. Und ich habe die Zeit auch ein bisschen ausgenutzt, auch noch bei meinem zweiten Charakter, bei der Heilerin, bin ich auch dran. Und zwar, wenn man hier farmt, dass man Elefant auch mitfarmt. Ihr seht, ich habe jetzt zwei Level 70er. Ich habe den lecker gekauft mit Level 1 und habe den einfach immer dabei, ohne XP Booster, ohne irgendwas. Und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen hier farmen in Alba, allerdings einfach so jetzt mit meinem hier diesem Pet. Moment, wo habe ich, genau hier habe ich das Futter. Sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt hier nach Alba. Und ich habe gestern noch mit einem Artefakt, leider war es nur eins, ein bisschen gelevelt. Aber ich fand das auch doof. Oh nein, was mache ich? Ich fand das auch so, nur mit einem Artefakt. Es ging relativ lange, bis man ja, scheiße. Bankill Tower Lutscher, kenn ich doch. Ganz geil, oder? Mach schnell Relox, ist mir jetzt egal. So, eben dann, das ging noch relativ langsam mit dem Artefakt. So. Wir werden jetzt nochmals versuchen reinzugehen, aber dass man nicht porten, sondern einfach hier runter zu laufen. Es war für mich wieder so automatisch das Porten, weil ich das halt früher immer viel gemacht habe und dann gelevelt habe, entweder bei den Rehen oder bei den wie heißen die, Golem, habe ich gesagt, Goblin, Golem, keine Ahnung, bei den Rehen, genau. Bei den Rehen oder bei den Golem oder ja, wie auch immer. Und stellen wir hier mal auf Serverchat, dann kann ich auch ein bisschen schauen, was hier noch abgeht. Ich würde euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr, außer ihr habt so schon mega Mühe, mega schwer euch überhaupt online zu halten, aber wenn ihr jetzt nicht gerade einen schlechten PC habt, also einen wirklich schlechten, ich hatte dort mal, als ich mit Last of Us angefangen habe, war ich glaube ich so 14 hatte ich einen Laptop gekriegt, den ich allerdings nicht alleine hatte. Der war von der Mutter und der hatte ich mit dem Bruder zusammen. Und der war wirklich schlecht. Richtig, also. Und darum weiß ich jetzt halt nicht, wie das heutzutage ist. Also ich habe schon vielmals gehört, dass Kinder, die im jungen Alter schon Xbox haben, oder PS oder beides, und PC und Handy und Tablet und alles. Von dem her weiß ich jetzt halt nicht, aber wenn ihr euch das. Wenn das geht bei euch, dann würde ich wirklich sagen, loggt euch mit mindestens 4 Accounts ein. Und wenn es auch geht, von mir aus auch mit mehr. Weil ihr müsst euch ja im Normalfall nur einmal einloggen und dann geht das. Und dann von dem her. Wie ist es eigentlich hier mit Musik? Haben wir hier Musik? Das sind Soundeffekte. Nein. Beziehungsweise habe ich das ja hier, der Ton. Moment.
Mal hat schon tun, aber der ist ja nicht wirklich was Gutes. Also, weg. Es gibt einen Ton, ich glaube, ich weiß nicht, ob der in Juno auch ist, aber der ist auf jeden Fall in Andorran. Also in dem, wer es nicht weiß, in dem Land mit den Eisbären. Und dort gibt es schön, jetzt so, hört man so Vogelgezwitscher und so. Die Musik ist so mittelalterlich mit Pfeife oder keine Ahnung, mit was sie alles spielen. Und auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, gibt es hier einen kleinen Cut. Ihr seht aber trotzdem weiter, wie ich hier level, aber einfach mit Musik und mit Speed Art. Ja, ich habe mir auch mal überlegt, wie es wäre, wenn ich hier. Also, wie es jetzt weitergeht zuerst. Jetzt muss ich hier zuerst noch Andoran fertig machen. Bei 50 Millionen hoffe ich, dass es wirklich endgültig fertig ist und ich noch zwei Schmuckteile kriege. Weil jetzt habe ich eins hier, das Hitrate. Dann habe ich hier. Nein, Moment, ich habe noch. Möchte euch jetzt nicht etwas Falsches erzählen. Nein, ich habe. Das ist das vom Belfist. Man kann. Ich mache jetzt neu das Ganze beim Belfist. Ich habe es einmal gemacht und habe ich ausreichend gekriegt. Jetzt kriege ich hier Hitgenauigkeit. Oder? Und bei 50 Millionen Punkten kriegt man den Alba-Schmuck. Ah, oh, schau mal, ich habe sogar schon zweimal Genauigkeit, Alter. Schon zweimal Genauigkeit habe ich jetzt hier. Und einmal ausweichen noch. Aber ich. Nein, das ist auch der Belfist-Schmuck. Auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt nicht. Ich habe ihn selber schon so lange hier gefarbt und selber nicht mehr der Durchblick. Auf jeden Fall. Bei 50 Milliarden sollte das fertig sein. Sollte ich das Zeugs kriegen und dann müsste ich eigentlich noch Andoran machen, weil durch Andoran kriegt man die Lautsprecher. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich hier fertig bin mit Alba, dass ich mir vielleicht ein K von null her hochziehe, nur für die Let's Plays. Weil es wirklich eigentlich nicht mehr viel zum Zeigen gibt. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich einfach Sessions am Wochenende mache und das Ganze hochzock. Da zwei Stunden aufnehmen, Wochenende und dann das halt unter der Woche hochladen. Ich muss schauen, wie das ist, wie ich das machen werde. Weil ich möchte auch hier trotzdem noch online sein und hier meine Dailies etc. machen. Aber ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wie, ob ihr das gut findet mit dem neuen Charakter. Let's Play. Und jetzt habe ich gerade hier das Teil verloren. Hat jetzt jemand mehr Punkte gemacht? Scheiße, jetzt bin ich wieder runtergekommen hier. Schau mal, es geht immer hoch und runter. Mit wem bin ich hier am Fighten? Ja, gut. Auf jeden Fall wäre das. Schaut mal, so lustig. Rang geht up and down. Krasser. Habe ich noch nie so erlebt. Seht ihr wieder unten? Wieder hoch? Hä? Hat jemand genauso viele Punkte wie ich und dann. Oder immer ein bisschen mehr Punkte, ein bisschen weniger Punkte. Krass. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das ist echt peinlich mit dem Zeugs hier.
Ah, das war ich noch einmal. Muss auch wirklich das abräumen hier, was ich alles für Scheiße hier habe. Na gut, ich würde mal sagen, wäre es gewesen. Hoffe, ihr habt Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, dann euer Obsguru94.